den Auswahlcursor. Eine Maus habe ich jetzt gerade nicht. Die ist eine taktische Ansicht. Okay. Ich kann hier nicht irgendwas machen. Doch, ach, ganz normal mit WASD. Okay. Interessant. Hier sind die weißen Steine, nehme ich an. Ich kann jetzt den da hinziehen. Ah, dann habt ihr diese Reihe entfernt. Okay. Und dann, alles klar. Okay. Das ist interessant. Kann ich jetzt mit diesem Stein dahin? Oh ne, dann passiert aber gar nichts. Ach doch, die gehen dann weg. Ah ja, jetzt langsam verstehe ich das Spiel. Okay. Wie ich es gewinne, weiß ich noch nicht. Warum der immer zweimal darf, weiß ich auch noch nicht. Aber ich komme schon noch dahinter. Ich nehme jetzt mal den und fahre den mal dahin. Wenn sie so lange gegnerische Steine, bis nichts mehr möglich ist. Ah, da, weil da jetzt noch was geht, kann ich. Na gut, da kann ich diesen einen hier noch mitnehmen. Okay, so ist das. Naja, der zieht jetzt da hin und nimmt mir diese beiden Steine hier weg. Zieht da weg und nimmt mir den weg. Zieht auf den zu, nimmt mir den weg. Alter, der Typ hat das Spiel gut drauf. Also, aber zurück hätte er nicht mehr gekonnt. Alles klar. Alles klar, ich kann jetzt da hin. Das bringt mir aber nicht so viel. Okay, wo bin ich denn? Wenn ich jetzt mit dem auf den hier zugehe, kann ich die hier wegnehmen. Da kann ich von denen hier aber von denen hier wegziehen. Dann gehe ich mal mit dem auf den hier zu. Dann kann ich dem hier die zwei Steine hier wegnehmen. Und dann kann ich von dort aus, könnte hier hin, könnte aber dann nichts mehr machen. Ich könnte, ja, da kann ich aber auf keinen zu. Ich kann nur die zwei hier wegnehmen, indem ich hier runterziehe. Zack. Gut okay. Aufgepasst. Gut aufgepasst. Ah ja, da, danke, danke. So, der zieht mir jetzt den einen weg und der zieht mir jetzt den weg und jetzt zieht er mir den weg. Oha, jetzt kommt er aber. Wenn es so weitergeht, ist der Sieg nah. Ich kann jetzt auf den zu. Kann aber nicht von dem weg. So, wie sieht's denn hier aus? Wenn ich jetzt von hier. Na, hier kann ich so ziemlich eigentlich gar nichts machen. Das ist doof. Ich kann eigentlich. Doch, irgendwas sagt der. Achso, ich kann hier runter, ja. Okay. So viel jetzt bringt, weiß ich nicht, weil der mir nämlich jetzt da, weil ich mir nämlich jetzt hier die zwei Steine freigelegt habe, die er sich holen kann. Macht aber nicht. Doch, er geht erst nochmal auf den zu und jetzt zieht er. Ah gut, so kann man es halt auch machen. Okay, ja gut, dann gehe ich jetzt mit dem auf den zu und hau den weg. Gehe dann auf den zu und hau den da weg. Bin aber jetzt verkeilt zwischen den beiden anderen Steinen. Kann aber. Hey, ich hätte doch noch. Ah, ne, da war ja noch ein. Okay. Ja, und jetzt muss ich ja mit dem Grunde genommen auf den zugehen, weil ich muss ja. Ich muss ja schlagen. Damit hat er mich. Damit hat er mich. Okay, aber jetzt habe ich das Spiel verstanden. Schade. Aber jetzt, wo ich das Spiel verstanden habe, würde ich es gerne nochmal probieren. Wie es geht, wissen wir ja jetzt. Ersten Zug wollen wir dann bitte nicht. So, dann spielen wir halt nochmal das lustige Spielchen mit den Steinchen. Er muss jetzt den ersten Zug machen. Aber er kann halt... ich gehe mal in die taktische Ansicht. Er kann halt kein zweites Mal ziehen, weil er... nicht. Ach, hab ich jetzt schwarz oder was? Nee.
Doch, ich habe jetzt schwarz. Ja, genau, der ist reingeruckt, konnte aber nicht wieder zurückrutschen. Deswegen, ich habe jetzt hier... Jetzt mal gucken, wo hier frei ist. Wenn ich da hinziehe, dann kann der nicht weiter. So oder so. Doch, ich kann mit dem hier... Ah, doch, das ist gut. Ich kann mit dem nach da. Dann nehme ich mir die drei Steine weg. Und kann dann noch hier runter und nehme ihm noch da oben den einen weg. So machen wir das. Das könnt ihr ruhig haben. Ja, danke. Gerne. Freut dich. Dafür freue ich mich. So, der klaut mir die ganze Schräge. Und klaut mir die ganze Schräge. Oh, jetzt geht er hier schön im Zickzack durch. Alter. Jetzt aber mal gut. Holla. Da hat er mir... Ach du Scheiße. Ach nee, das ist... Die Blinken sind auch mir. Okay. Mal gucken, wenn ich... Ich kann da hin, dann ist der weg. Dann könnte ich da hin, dann ist der weg. Dann kann ich da hin, dann sind die drei... Oder machen wir das mal. Oder ich gehe mit dem da hin. Natürlich auch. Und lass den da unten erst nochmal liegen. Ich kann mit dem da rüber, dann ist der hinter mir weg. Dann kann ich mit dem da hoch, dann ist der in gerader Linie vor mir weg. Ach scheiße, dann kann ich aber nicht rüber, weil der im Weg ist. Ah, Mist. Denkfehler. Ach, der räumt aber auch ab. Meine Güte. So, jetzt kann ich mit dem da rüber, wären die weg. Dann könnte ich dahin, wäre der weg. Also, gehen die eigentlich dann beide weg? Von beiden Seiten? Wenn ich von dem wegziehe und auf die zuziehe, dann sind die doch... Ach, ich kann mir entscheiden, welche ich weghaue. Das ist interessant. Wenn ich die weghaue, dann haue ich... Dann haue ich den da weg. Ist klar, haue ich den weg. Ach nee, ich darf ja nicht wieder zurück. Shit. Ich darf ja nicht wieder zurück. Dann haue ich den da weg. Macht aber nichts. Und dann kann ich hier schräg gehen und dann haue ich eben die zwei hinter mir weg. Zack, zack. Mehr geht dann aber nicht mehr. So. Mehr geht da nicht, okay. Jetzt kann ich mit dem... Ne, da müsste ich aber auf den zugehen, das tut er aber nicht. Wie gehen wir denn jetzt, wenn ich da... Das geht nicht, ich kann mit dem nur auf die zu, dann kann ich auf den zu. Dann kann ich von dem weg. Ah, ist ja auch interessant. Dann nehmen wir mal den und gehen hier auf die zwei vorne zu und hauen die mal weg. Zack, zack, zack. Dann kann ich von dort aus da rüber gehen und kann diesen einer hier weghauen. Zack. Kann von dort aus runter gehen und kann die zwei weghauen. Da habt ihr mich. Und... Achso, mehr geht nicht. So, okay. Jetzt kann ich mit dem dahin. So, und kann die zwei, die hier in einer schrägen liegen, mal mitnehmen. So. Und kann sogar auch, hoppla, den da unten noch einsacken. So, und er kommt jetzt an mich gerade. Er kommt dann, der kommt da unten dran. An den einen. Den einen. Den muss er jetzt sich holen. Wenn sie nicht schlagen können, dürfen sie einen beliebigen Stein auf ein benachbartes Feld ziehen. Okay. Ist jetzt die Frage. Ich kann jetzt mit dem, wenn ich mit dem jetzt da hingehen würde, dann könnte er nicht von ihm wegziehen und er könnte auch mit keinem Stein auf mich zuziehen. Also schiebe ich den mal dahin. So. Er kann jetzt auch nicht schlagen, er kann jetzt auch nur irgendwas machen. So. Okay. Dann kann ich jetzt sagen, wenn ich jetzt mit dem darüber gehe, kommt der an mich nicht dran, ne? Nö, dann könnte ich jetzt hier einfach so den einen hauen wir mal weg. Das könnt ihr ruhig haben. Mehr kann ich nicht machen. Ne, jetzt zieht es wieder. Damit muss der aber dann darüber. So, gut aufgepasst. Gut aufgepasst, ja, komm, hör auf. Zwei Steine gegen drei Steine, okay. Die blinken alle, achso, weil ich mit keinem schlagen kann, okay.
Wenn ich da hingehe, kann er... Doch, er kann von dort aus auf mich zuziehen. Okay. Wenn ich da hingehe, kann er nichts machen, ne? Dann nehme ich mal mit denen darüber. So, und er geht jetzt da rein. Das ist gut, aber gut, ich muss jetzt schlagen. Mit diesem da. Aber damit hat er quasi aufgegeben, weil ich nämlich jetzt auch von dem anderen weg kann und damit ist zack. Jawoll! Wir haben gewonnen! Verdient haben wir jetzt damit nichts. Das Einzige, was wir damit erreicht haben, ist Zeit verlieren. Aber ich möchte ganz gerne hier eigentlich mal so ein bisschen alles mitnehmen, was man hier so mitnehmen kann. Ein bisschen gucken, guck mal, da hinten ist auch noch einer, mit dem man eventuell was spielen kann. Was spielt der denn so? Das Mühlespiel, ja, das kennen wir ja. Die Frage, ob das das Original-Mühlespiel ist. Bei Bildung einer Mühle kann nur ein Gegenstand entfernt werden. Ich glaube, das ist die Originalmühle. Mal gucken. Das ist die Originalmühle, ja. Ich gehe mal in die taktische Ansicht, damit wir hier besser arbeiten können. Und ich stelle meinen ersten Stein hier rein. So, und er stellt seinen ersten Stein da rein. Das ist interessant. Okay, mein nächster kommt dann hier hin. Und da schon mal die Reihe, die er da bauen könnte, zu blockieren. Geht er darüber. So, dann setze ich schon mal direkt hier einen rein. Da guckt er schon mal blöd. Zack, der geht auf jede Ecke und ich gehe jetzt hier hin. Er hätte mich ja blockieren können. Aber gut. Und dann geht der gerade flöten. Der liegt mir nämlich so schön mittendrin. So. Den hat er jetzt blockiert, das ist klar. Das muss er auch. Dann leg ich jetzt einen hier hin. Okay, der macht nur Blödsinn. Alles klar. Dann pack ich einen hier hin. So, gucken, was er jetzt macht. Er macht hier zu. Okay, das muss er auch. Das wäre auch blöd. Täte er es nicht. Die Frage ist, er hat mich jetzt hier ziemlich gut eingebaut. Dann lege ich mal hier einen hin. Also hat der eigentlich noch einen Stein mehr als ich. So, der will hier komische Sachen machen. Das sollte ich eigentlich verhindern. Da hat er ziemlich viele Möglichkeiten, komische Sachen zu machen. Merke ich da gerade an dieser Stelle. Zack. Da jetzt muss ein Stein hier dazwischen legen. Ach, jetzt habe ich doch noch mal einen. Okay. Dann ist er gut. So, und den letzten hier so schräg zählt ja nicht, ne? Wissen wir ja. Wenn ich jetzt hier, kann der hier groß irgendwas machen? Die größte Gefahr liegt eigentlich hier. Wenn ich den. Ich lege ihn mal dahin. So. Zack. So, und jetzt geht es los, dass man die hier verschiebt. Ich bin hier ziemlich gut blockiert überall. Ich kann mich nicht sehr viel bewegen, außer eigentlich hier und da oben. Das ist unter Umständen ein Problem. Ich kann jetzt mit dem mal aus Langeweile darunter ziehen. Und dann kann ich mal gucken, was er treibt. Er zieht da rüber und macht da dicht. Das ist schön.
gut, dann gehe ich mit dem hier hin. Und damit hat er sich schon fast ein Grab geschaufelt. Jetzt gehe ich mit dem nämlich gerade wieder runter. So, jetzt muss ich mal gucken. Da oben ist, glaube ich, keine Gefahr, gerade bei dem, was er da baut. Das heißt, hier geht dieser da flöten. So, der ist nicht im Weg. So, jetzt geht er da wieder runter. Das ist mir aber im Moment noch egal. Ich gehe mit dem wieder da hoch. So. Und jetzt hat er doch eigentlich schon verloren. Jetzt geht das nämlich hier schön zack, zack, als hin und her. Jetzt geht erstmal der da weg. Der stört nämlich. Das könnt ihr ruhig haben. Ah, das ist nett. Ja, und das können wir jetzt hier, dieses Spiel können wir jetzt ewig treiben. Zack. So, dann geht der weg. So, und jetzt habe ich ihn schon so gesplittet, dass er eigentlich keine Chance hat, hier irgendwo eine Mühle zusammenzuschieben. Jetzt nehme ich ihm noch diesen da weg. So. Und damit haben wir es schon nahezu gewonnen. Normalerweise ist es bei Mühle so, ich habe jetzt die Spielregel nicht gelesen, dass sobald man nur noch 3 Steine hat, man kreuz und quer über das Feld springen darf. Deswegen bauen wir uns jetzt gerade mal eine Sicherheit auf. Auch wenn er mit diesem Springen nichts erreichen wird. Zack. So. Dann mache ich hier zu. Und nehme ihm diesen Stein. So. Und selbst wenn er jetzt die Möglichkeit hätte, eine Mühle zuzubauen, bringt ihm das gar nichts, selbst wenn er mich jetzt hier blockiert hätte. Da, an dieser Stelle. Hätte ich halt diese Mühle hier drüben zugemacht. So oder so ist das ein Ende. Ja. So einfach gewinnt man Mühle. Okay, das war jetzt auch ein Spiel, das mir schon durchaus Bekanntes. Wir wollten eigentlich ein bisschen an die frische Luft, bevor wir jetzt hier angefangen haben, unsere Zockergene auszuleben. Und so, die sind am Schroppen, die sollten wir vielleicht nicht stören. Was hat der denn so zu sagen? Captain. Achso, Captain. Mr. Kenway. Ich wollte mich bedanken, dass ich an Bord kommen durfte. Und für die Unannehmlichkeiten entschuldigen, die ich euch bereite. Unannehmlichkeiten wäre noch untertrieben. Verzeiht, ich kann nicht folgen. Mein Schiff wurde 2 Tage im Hafen festgehalten, um auf euch zu warten. Ich habe deshalb mehrere Aufträge verloren. Davon wusste ich nichts. Natürlich nicht. Ihr Adligen seid alle gleich. Ja, entschuldige. Kein Grund, gleich so rumzuheulen. So, ansonsten ist hier... Das ist ein schönes Schiff. Hier können wir uns mal so ein bisschen umsehen. Weiß nicht, wie weit die uns hier auf irgendwelche Sachen klettern ließen, wenn wir das wollten. Ah, es geht sogar. Kommen auch hier noch hoch. Wir können sogar hier noch hoch. Wir können hier auch ein bisschen fröhlich in die Takelage klettern. Ich weiß nicht so ganz, ob das Sinn der Sache ist. Aber es geht halt. Der Mann ist ja fit. Der fällt auch für gewöhnlich nicht einfach irgendwo runter, wenn man es ihm nicht sagt. Und dann können wir uns mal hier oben hinhocken und ein bisschen die Aussicht genießen. Das schöne weite Land hier ringsherum. Und das Meer direkt unter uns. Und wenn wir hier runterfallen, ja. So ist es. Dann fährt das Schiff direkt über uns drüber. Aber das wollen wir jetzt mal nicht riskieren. Obwohl, ich guck gerade mal. Ich komme hier hoch. Geht da auch dieses Seil entlang? Das macht er nicht. Gut. Ist es, alles gut. So.